Ich finde es total super, dass so viele Leute da sind, vor allem so viele junge Leute. Ich habe gehört, 200 Schüler, das ist total klasse. Was jetzt der wirkliche Durchbruch ist, dass man sehr effizient und kostensparend in das Genom eingreifen kann. Und da ist dann eben die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um es auch beim Menschen einzusetzen? Man ist noch nicht so weit, ganz klar, definitiv noch nicht. Forschung an Embryonen mit CRISPR-Cas hat nichts mit Keimbahntherapie zu tun, sondern es ist die Vorbereitung von Keimbahntherapie. Weil einerseits ist davon die Rede, dass die Wissenschaftler ganz aus dem Häuschen sind über diese Methode. Ja, aber und dass nicht man über Gentherapie. Es gibt keine einzige seriöse Fachgesellschaft auf der Welt, weder in China, noch in den USA, noch in England, in Deutschland schon gar nicht, die eine Keimbahntherapie im Moment in irgendeiner Form das Wort reden. CRISPR-Cas funktioniert in jedem Organismus, in fast jedem, in dem man es ausprobiert hat. Und das ist phänomenal. Aber wir sprechen hier nicht davon, dass irgendein Medikament oder so mal angewendet wird. Wir sprechen von einer Menschheitsfrage, nämlich sollen Menschen darüber bestimmen, mit welchen Genen andere Menschen und zukünftige Generationen auf die Welt kommen. Ein Eingriff in ein System, was ich noch in Ansätzen erst verstehe, verbietet sich schon mal per se. Es ist ein Wettrennen um die besten Plätze in den Zeitschriften, um den Nobelpreis, um die Patente, um den größten Ruhm, darum der Erste zu sein. Es ist ein wirklich schwieriger Bereich. Und wenn es die Chance gäbe, es gibt sie nicht und es wird sie in schneller Zukunft nicht geben, aber soll das Kind ein bisschen intelligenter sein, ein bisschen sportlicher, ein bisschen hübscher? Und wenn es diese Möglichkeiten gibt und die in den Fortpflanzungskliniken solche Angebote gemacht würden, da bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Menschen da ja sagen würden, die auf einer ganz abstrakten Ebene sagen, nee, das dürfen wir auf keinen Fall. Also ich wünsche mir eine informierte Gesellschaft, die diese Entscheidung in der Medizin also auch gemeinsam trifft. Also die Forschung muss unten anfangen und das heißt hier überall an den Schulen, an den Lehrern, die dürfen auch nicht sagen, ich kann nichts machen, sondern die müssen was machen. Und die Schüler müssen auch sagen, also hör mal, wir waren jetzt da und wir wollen jetzt wissen, was ist denn los? Kommt da mal was? Nichtsdestotrotz müsste aber auch die Wissenschaft ab und an, ohne das jetzt böse zu meinen, aus ihrem Elfenbeintürmchen ab und an raus und auf die Schulen zugehen. Eben ist das Stichwort Ressourcen gefallen und interessierte Menschen und interessierte Jugendliche, die dann vielleicht in dem Feld später auch forschen, sind ja irgendwie auch eine Ressource, das wollte ich nur anmerken. Ich finde es super, wenn wir viel näher an diesen ganzen aktuellen wissenschaftlichen Themen wären, aber bis ein Lehrplan so aussieht, wie er aussieht, dauert es Jahre um Jahre um Jahre. Das können Sie direkt an die Kultusminister der Länder weitergeben.